Das Ding, das wirklich die Welt derzeit am meisten bewegt, zumindest die Finanzwelt, ist das, was bei dem Ölpreis derzeit abläuft. Wir hatten gestern das erste Mal einen negativen Ölpreis, zumindest was den Mai-Kontrakt betrifft. Und da will ich mal ein Schlaglicht drauf werfen. Was bedeutet das? Wie kommt das? Warum ist das so? Und was wird das bedeuten? Gehen wir gleich mal in Medias Res und schauen uns die Dinge an. Was Sie hier sehen, das ist ein Chart des Mai-Kontraktes bei Öl des Light Crude Oils, also des amerikanischen WTI Oils. Und wir sehen, da ging es von 20 Dollar kommend runter bis knapp unter minus 40 Dollar, muss man sich mal vorstellen. Aber es war nicht nur WTI Öl, das negativ wurde, sondern zum Beispiel auch Erdgas aus dem Permian Becken. Also es ist sozusagen eine Negativspirale, die sich hier aufgespult hat. Und wir wollen uns hier mal anhand des My Futures mit dem Börsenkürzel, das Sie vielleicht hier sehen, CLK20. CL ist das Kürzel für diesen Ölfuture, CL für Crude Light und K steht für den Monat Mai, 20 für die Jahreszahl. Daran ist also erkennbar, CL, es handelt sich um den Ölfuture, K, es muss der Mai-Kontrakt sein, 20, es muss der Mai-Kontrakt für das Jahr 2020 sein. Und hier sehen wir auch, dass dieser Kontrakt ins Negative gelaufen ist. Wie kann sowas passieren? Das ist die Frage, die man sich stellen kann. Und Goldman Sachs hat hier einfach die Erklärung mal zusammengefasst. Wir müssen uns ja vorstellen, dass es den Mai-Kontrakt gibt, den Juni-Kontrakt. Jeder Monat hat einen Kontrakt, Juli-Kontrakt bei Rohstoffen, wie zum Beispiel bei Öl. Jetzt ist derjenige, der zum Beispiel long ist im Öl, im Mai-Kontrakt, der also den Mai-Kontrakt gekauft hat, in Erwartung steigender Preise, der muss diesen Kontrakt vor morgen glattstellen, beziehungsweise vor heute, denn oder heute glattstellen, denn heute ist Verfall dieses Futures. Das heißt, dieser Future wird dann nicht mehr gehandelt. Und im Rohstoffbereich ist es so, dass wenn ich auf der Long-Seite oder auf der Short-Seite in einem Future bin und der Verfall kommt und ich habe vorher nicht verkauft, dann bekomme ich eine physische Lieferung oder ich muss physisch liefern, wenn ich Short bin. Das heißt, hier waren plötzlich einige Leute in der Situation, dass sie, wenn sie Long sind, im Prinzip dann eine Lieferung von Öl bekommen. Nicht? Da kommt der Postbote vorbei und sagt, ja, hier habe ich ein paar 1000 Liter Öl, was machen wir? Dann sage ich, ab in den Garten, gell, pumps da mal. Nein, nein, das ist natürlich schwierig. Also jetzt die Frage, wohin mit dem Öl, wenn das droht, dass mir das Öl angeliefert wird. Und vor allem das große Problem ist, dass die Lager von Öl ja geradezu schon überfüllt sind. Das heißt, man bekommt keine Lagerflächen. Und so war die Verzweiflung dieser Öl-Trader so groß, die auf der Long-Seite standen, dass sie lieber einen Kurs von minus 40 Dollar in Kauf genommen haben, als eben zu sagen, okay, ich bekomme jetzt die Lieferung Öl und muss das dann irgendwo einlagern, wo gar kein Platz ist, wo überhaupt kein Preis gestellt werden kann, weil die Lieferkapazitäten gar nicht mehr, die Lagerkapazitäten gar nicht mehr da sind, weil eben die Nachfrage nach Öl so deutlich gesunken ist, aber das Öl nach wie vor produziert wird. Das ist also das große Problem, das hier der Fall ist. In Rohstoffkontrakten muss man physisch liefern oder wird physisch beliefert, wenn man nicht vor dem Verfallstag glattstellt. Warum gibt es diese Futures? Zum Beispiel, weil man sich sagt, im Flugzeugbereich oder bei Fluglinien, naja, wenn der Ölpreis steigt, der Kerosinpreis steigt, haben wir höhere Kosten, also gehen wir doch long zum Beispiel in Kerosin und wenn der Preis steigt, dann gewinnen wir an den Finanzmärkten das, was wir teurer an Kerosin einkaufen müssen. Oder was Mexiko zum Beispiel gemacht hat jetzt vor einiger Zeit, die sind short in Öl, nämlich der Staat Mexiko und damit hat man sich super abgesichert gegen fallende Ölpreise, weil man da zwar weniger verdient mit dem eigens produzierten Öl, aber man hat eben diese Verluste dann kompensiert, weil man an den Finanzmärkten wiederum durch den fallenden Ölpreis aufgrund der Short-Kontrakte Geld verdient. Das ist auch der Grund, warum Mexiko sich so quergestellt hat bei diesem OPEC-Plus-Meeting, weil sie eben gesagt haben, für uns ist das doch gar nicht schlecht, wenn der Ölpreis fällt. Aber sei es drum. Wir sehen, dass es da gestern einige Leute richtig auf dem falschen Fuß erwischt hat. Hier ist nämlich in diesen USO-ETF sind wahnsinnig viele Gelder geflossen in der letzten Woche und die hat es richtig erwischt. Jetzt meinen manche super gut. Ich habe ja dann gestern vielleicht sogar zu einem Minuspreis Öl gekauft. No, that's not the case, sondern ihr habt gekauft den Juni- und den Juli-Kontrakt.
Und der liegt, der Juni-Kontrakt derzeit bei 22 Dollar und der Juli-Kontrakt bei 27 Dollar. Also insgesamt bedeutet das, dass wir hier eine Menge Unwissenheit haben bei vielen Beteiligten. Die haben sich gesagt, Mensch, Öl ist super günstig, kann nur gut gehen. Viele vielleicht auch jetzt angesichts einer finanziell schwierigen Situation, weil sie ihren Job verloren haben in den USA oder was auch immer, die sich dann gesagt haben, naja, dann mache ich mal ein kleines Vermögen am Ölmarkt. Ist ja ganz einfach. Und die sind jetzt ganz schön sozusagen blutend hier zurückgelassen worden. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Öl-Wix, also praktisch die Vola im Öl. Und wir sehen, wie massiv das nach oben gegangen ist. Da sind wir bei 444. Das heißt, die Märkte erwarten im Prinzip eine Änderung von über 400% in den nächsten Monaten. Unglaublich. Wir sehen, dass andere Ölsorten auch negativ gegangen sind. Hier sehen Sie zum Beispiel Alaska North Slope Bakken. Ist ein großes Fracking-Gebiete und so weiter und so fort. Also es sind unglaubliche Dinge hier passiert, die ich Ihnen mal zeigen wollte. Das können Sie hier vielleicht nicht lesen. Ich habe mir das als Erinnerung hier mal heraufgenommen. Nämlich es gibt eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Öl, kann man sagen, Kategorien. Einmal Waterborne, das ist Öl, das man sozusagen in der Nähe des Wassers generiert, wie zum Beispiel Nordseeöl, und dementsprechend auch schnell auf Tankern zum Beispiel lagern kann. Anders zum Beispiel das amerikanische WTI-Öl oder das kanadische Öl oder auch das russische Öl, das wird überwiegend am Land gewonnen. Das nennt sich deswegen landlocked, das heißt, man muss das dann aufwendig transportieren und hat damit eben das Lagerproblem. Diese negativen Ölpreise betreffen die USA vorwiegend, das amerikanische Crude Oil, deswegen da die Preise so massiv nach unten, während Brent, das in London gehandelt wird, oft Nordseeöl ist, aber nicht nur, eben deutlich weniger betroffen war von dieser Geschichte. Das heißt, was wir hier sehen, ist faktisch der Sargnagel der amerikanischen Ölindustrie, was da passiert ist. Dabei hat der Sir Donald noch gesagt, Mensch, wir haben doch den ganz tollen Öldeal gemacht, OPEC Plus, und das wird Hunderttausende von Jobs retten. Sieht derzeit nicht so aus, wie Derek Browser sagte in dem unteren Tweet, der klar macht, ja, das ist natürlich umstritten, vor allem diese Shale-Industrie, diese Fracking-Industrie, aber es hängen eben sehr, sehr viele Jobs und sehr viel Wohlergehen von Familien dran, das muss man auch sehen, aber das Problem ist eben, die Nachfrage kollabiert, das ist die untere gestrichelte Linie, die obere ist das, was sozusagen an Öl etwas weniger produziert wird, reicht nicht aus. Jetzt hat aber Sid Donald sich dazu geäußert heute Nacht. Und jetzt will er Öl kaufen, um es dann als Staat USA kaufen, um es dann einzulagern. Jetzt kommen aber noch Tanker aus Saudi-Arabien in die USA mit Hunderten, Tausenden von Barrel, die dann sozusagen abgeladen werden sollen in den USA. Darüber müsse man nachdenken, sagt er. Und jetzt gefragt auch, ob es denn Sinn macht, mehr Produktionskürzungen zu machen durch die OPEC Plus, sagt er, ja, die haben schon das gemacht, und er hat richtig erkannt, nach meiner Auffassung ist es Donald, dass wir es hier mit einem Finanzereignis zu tun haben, weil eben viele auf der falschen Seite standen und hier ein Riesenthema haben. Das ist sozusagen jetzt der Versuch, nochmal ein bisschen hier irgendwie einen Grund reinzukriegen. Es hängen wahnsinnig viele Jobs an dieser Geschichte. Gleichwohl, und das ist interessant, gestern die Marktkapitalisierung der 16 großen unabhängigen Öl- und Gasproduzenten ist nur um 2% gefallen angesichts dessen, was da eigentlich am Markt passiert ist. Jetzt hat, um das Thema Öl mal zu verlassen, das Video ist schon ein bisschen lange, ich versuche mich zu spurten, jetzt hat der Sid Donald heute verfügt, dass keine Immigration mehr in die USA stattfinden darf. Das ist ein ziemlicher Hammer, zumal nicht definiert ist, ja, welche Immigration. Sind das Leute aus Europa? Sind das irgendwelche Leute? Also das ist zunächst mal ein ziemlich unspezifisches Ding. Wir haben Nachrichten, dass Kim Jong-un angeblich, das sagen US-Geheimdienste, gehirntot sei aufgrund eines Herzinfarkts. Nun kann man vielleicht sagen, Kim Jong-un war vielleicht vorher schon gehirntot und einige andere Präsidenten einiger Supermächte auch, aber leben trotzdem munter weiter. Naja, also die Südkoreaner sagen, da ist nichts dran, die Chinesen sagen, da ist nichts dran. Das hat die Märkte aber deutlich bewegt heute und bewegt ist in den USA heute auch das Stichwort für das, was da politisch entschieden wird. Es geht um die Hilfen für die Small Businesses, für die kleinen Unternehmen. Die sind ja ausgelaufen. Jetzt zankt man sich zwischen Republikanern und Demokraten
Und kriegt es vielleicht heute hin, das ist die große Frage, dass man das zumindest beschließen kann, dass die Small Businesses wieder Geld bekommen. Die haben jetzt teilweise schon 2 Wochen nichts mehr bekommen und sitzen auf dem Trockenen. Abschließend noch ein paar Bemerkungen zu den Märkten in den letzten 5 Wochen, wie Liz Ann Saunders hier bemerkt. Er hatte der S&P 500 sowohl seinen besten Monat seit 1933 als auch seinen schlechtesten seit 1929 je gehabt. Das ist eigentlich an sich schon unglaublich, was wir hier sehen. Das ist die Gewinnerwartungen für den S&P 500. Die blaue Linie, die geht immer weiter runter. Dementsprechend geht die S&P 500 Forward Price Earnings Ratio, also praktisch die Frage, das Kursgewinnverhältnis geht immer weiter nach oben. Die Gewinnerwartungen sinken, aber die Kurse sinken dementsprechend nicht mit. Dementsprechend wird der Markt immer teurer. Das nur ein kleiner Hinweis, den ich mal geben wollte. Und jetzt schauen wir uns gleich noch die Fang-Aktien an, das wollte ich noch zeigen, bevor wir dann auch zu den anderen Charts kommen. Die sind auf Allzeithoch, warum auch nicht. Aber jetzt zu den Charts, meine Damen und Herren, was wir hier sehen, ist jetzt eine leichte Erholung beim Dow Jones, 23.500. Im asiatischen Handel ging es ein bisschen nach unten, davon versucht man sich zu erholen, die Charts von Capital.com. Schauen wir uns an, was der DAX aus dieser ganzen Geschichte macht. Erstaunlich, wie die Aktienmärkte sich halten angesichts dieses Desasters bei Öl. Da hängen ja ganze Staaten dran, die abhängig sind von Einnahmen aus dem Öl. Da hängen Firmen dran, da hängen Banken dran, die Kredite gegeben haben. Da hängen Anleihegläubiger dran. Wirklich unglaublich, dass die Märkte das weitgehend noch irgendwie beiseite wischen. 10.490 der DAX. Was macht der Euro? 1,0840. Und Gold ist bei 1690. Ich glaube, Öl ist jetzt verschwunden aus diesen Charts, weil das ja negativ war. Okay? Was negativ ist, kann nicht gehandelt werden. Das ist vielleicht die Logik. Grundsätzlich denkt man ja, okay, es kann ja nichts negativ wert sein. Entweder ist es nichts wert, dann ist es null oder ist es negativ. Aber hier sehen wir eben, dass die Nöte am Ölmarkt hier dazu geführt haben, dass die Leute, die etwas gekauft haben, letztendlich bereit waren, Minuspreise zu akzeptieren, nur damit sie diese Geschichte loskriegen und nicht einlagern müssen. Das ist so eines dieser absurden Dinge, die derzeit ja fast schon täglich passieren. Man wundert sich ja heutzutage über gar nichts mehr, gell? Also ich wünsche jetzt das Allerbeste, einen wunderbaren Start. Wir haben heute IFO-Index, nicht IFO, sondern CTW-Index um 11 Uhr. Das wird spannend, aber jetzt sage ich Servus und Ciao.